Herzlich willkommen YouTube zu The Convenience Store, ein Game von Chiller's Art, ein kleines Horror-Game, wenn man so möchte. Chiller's Art ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff. The Convenience Store, wir schauen rein, wir halten uns gar nicht lange auf. Es gibt nicht viel zum Einstellen außer der Sprache und die belassen wir auf Englisch. Ich plappere auch gar nicht so viel rein. Wir starten direkt los. Viel Spaß und Freude dabei. It's time. Need to get ready for work. Es ist Zeit. Zeit zum Arbeiten. Movement. WASD. Mit der linken Maustaste interacten wir und mit den Options. In Escape geht's in die Options. Nice. Okay, ich glaube die Camera Effects machen wir aus. Headbob machen wir auch aus. Wie jetzt mal behaupten. SSR, Heavy Performance, das bringen wir glaube ich hin. Ich glaube, das schaffen wir gerade so. Shadow Quality. Hard and Soft, wir probieren das einfach. Brightness, das scheint so zu passen. Audio-Volumen können wir auch ganz lassen. Passt. F ist Flashlight, mit Q droppen wir. Mit Shift laufen wir. Gut. Oh, ich habe so gut geschlafen. Schön. Wow, wie groß sind denn die Schritte? Wow, ist einmal... Hä? Oder auch nicht. Gut, ich nehme alles zurück. Okay, manchmal machen sie macht die gute Dame seltsame große Schritte. Okay, gut. Ein Radio. Ein Kühlschrank. Ah, die wunderschöne Küche. Die Waschküche. Oder was auch immer. Okay, wir sollten eine Taschenlampe mitbringen. Eine wunderschöne Toilette, ranzig wie eh und je, mit einem super tollen Waschbecken. Ich bin begeistert. So dunkel, dass ich einfach nicht sehe. Pickup Flashlight. Yes. Nice. Hier geht's nicht rein. Okay. Okay, gut. I need to eat something. Change and grab a flashlight before I leave. Also wir sollten was essen. Die Taschenlampe haben wir schon. Essen. Bring mal hin. Essen liegt doch hier. Was ist hier mit der Tür? It's dark outside. Ja. Ja. Gut aufpasst. Der Chinchilla ist ja süß. Oder was auch immer das sein soll. Und? Wie soll ich was essen? Kann ich mich ducken auch? Nein. Aufwärmen. Yes. Geh mal in Deckung. Sicher ist sicher. Ich würde mich gern ducken, tatsächlich. Wir haben übrigens keine Beine. Wir sind beinlos. Es ist übrigens 11:55. Sofern man der Uhr Glauben schenken darf, weil die ist nämlich stehen geblieben. Aber, ja. Oh, schreck mich. Okay. Eat Bento. Yes. Einmal essen. Bim, 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 bim. So, sind wir jetzt ready. Ready für was auch immer. Hä? I need to eat something, change and grab a... Wir verarschen? Ach, change. Klamotten umziehen, oder? Kleidung wechseln. Habe ich da vorher schon geklickt, oder nicht? Ah, hier. Okay, alles klar. Wir ziehen uns um.
Schmeißt uns in Schale, wahrscheinlich für den Arbeitsplatz. Und sind immer noch beinlos. So, aber jetzt. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt ist es soweit. Ich spür's. Ich spür's im Urin. Jawohl. Aha. Wo müssen wir hin? Keine Hinweise auf irgendwas. Okay, wir können nicht über Mauern springen. Gut. Hier geht's nicht rein. Aber hier geht's runter. Ist hier irgendwo ein Marker? Nein. Einfach nein. Geht's wieder hoch. Aber nicht rein. Okay. Dann würde ich sagen, wir laufen nochmal so Richtung dieses Örtchens da oder dieses kleinen Städtchens oder was auch immer das sein soll. Kuhkaff. Es gibt noch nicht einmal eine Anweisung, wo wir hin sollen. Also ich meine, gut klar, Convenience Store, ich gehe mal davon aus, wir müssen zur Arbeit. Aber keine Anweisung. Go to work. Oder war das die Anweisung vorhin, go to work? Doch, irgendwie glaube ich schon. Ach, das sieht doch schon aus wie unser Shop. Ha! Ja. Ja, okay, da sehe ich uns. Da sehe ich uns, definitiv. Nice. Was haben wir hier? Zigarettenautomat oder was? Ein bisschen pixelig die Sache. Kannst du nicht lesen, aber nicht einmal, wenn ich wollte. Hi! Ich weiß, was hier wirklich passiert ist. Ich bin berufen dazu, euch alle zu warnen. Von dem Namen, den ich nicht aussprechen darf. Der Day of Judgment will come, der Tag der Abrechnung kommt. Hiya! Okay, bring me food. Or you'll really reason. Was? Eternal Punishment? Bring mir Essen oder du wirst es bereuen? Oder irgendwie so in die Richtung? What the fuck? Was stimmt denn mit ihm nicht, Alter? Was ist denn mit ihm nicht richtig? Bring me food. Ja, habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Okay, schön. Lebensmittelladen. Hi. Ach, du hast es endlich geschafft. Nein, es ist nur, weil ich habe gehört, dass jemand von der Brücke gesprungen ist, die du gerade überquert hast. Und da war da noch eine alte Frau, die meint, sie sah einen Mann die Straße entlang schlendern oder gehen mit seinen Beinen. Aber komplett verdreht in die andere Richtung. Oha. Gruseliger Stuff. Wenn das nur eine wahre Story wäre. sorry. Ja. Ja, sorry, ja. Was ist denn hier meine Aufgabe? Ah, Moment. Enter Counter. Yes. Ah, super, wir haben ein Mikro am Arbeitsplatz. What are you waiting auf? Was wartest du? Punch in. Also, check ein oder wie auch immer. Benutze die Stechuhr. Whatever. Das sieht aus wie eine Stempelkarte, ne? Punch in. Yes. Ich denke, teilweise ist Essen übers Ablaufdatum. Du solltest es aus den Regalen für mich nehmen. Dein Manager. Okay. Wir haben übrigens gehört, die Türglocke, da ist wohl gerade jemand reinkommen. Use CCTV, das ist doch Überwachungskamera, ne?
Zoom, rechte Maustaste. Okay. Aha, mit A und D können wir durchschalten. Aha, da ist Bewegung bei unserem Parkplatz. Hi, Sir. Ah, die ist hinten platziert, ja. Mhm. Oh, wo ist denn mein Boss? Oder der Mitarbeiter, der davor stand? Ich habe doch gerade Herzschlag gehört. Okay, das scheint hinten zu sein. Ah, wir können die Kamera auch noch bewegen, okay. Okay. Also wir sollen hier abgelaufene Ware wohl aus dem Regal nehmen. Thank you's choice. Hey, I will give it a try. Hä? This shelf looks fine. Ah, okay. Okay. Abgelaufene Ware ist hier. Yes. Wo packt man das hin? Wo haben wir Mülleimer? Hier hinten vielleicht? Ah ja, Lager. Okay, wir haben unser Lager gefunden, wo das Zeug reinschlicht. Aber wo haben wir denn einen Mülleimer? Oh, hier. Trash. Ja, wow. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Schöne Animation. Muss ich sagen, schöne Animation. Ich mache aber wieder zu, weil das ist echt gruselig hier. Das ist tatsächlich irgendwie echt gruselig. Der Typ, ich glaube, stand davor an der Kasse. Der wollte, glaube ich, zahlen. Komm schon, Sir, ich bin schon da. Hallöchen. Herzlich willkommen beim G.One Merch Store. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Was kann ich für Sie tun? Aha. Oh, die scannen ihre Ware schon selbst mit dem Telefon. Du brauchst nur das Telefon abscannen. Wupp, wupp. Ein Hoch auf die fortschrittliche Technologie. Thank you, come again. Okay, das war ja einfach. Cool. Brauche ich nicht einmal mehr groß kassieren. Brauche nur noch den Kundenvertrauen. Schön. Schön, das freut mich. So, aber was ist mit dem Regal hier? Warum kann ich das nicht? Gut, das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Das ist in Ordnung. Da ist was Abgelaufenes. Das machen wir natürlich weg. Oh Mann. Und vor allem Laufen ist halt irgendwie hier genauso lahm wie nicht laufen. Tatsächlich. So, kriegen wir jetzt wieder so eine schöne Animation? Ja. Herrlich. Herrlich. Ich bin begeistert. Ich bin völlig begeistert. Ich bin hier in der Nachtschicht und ich arbeite ganz allein. Aber das macht nichts. Hallo? Oh, guck. Musik? Keine Musik. Musik? Okay. Gut. Ich glaube, die Tür hat ein bisschen einen Schatten. Rabbi Carrot Juice. I've been drinking only that recently. Der gute Karottensaft. Ja, sehr empfehlenswert. Der gute, gute Karottensaft. Merkt euch das. Ich kann nichts tun. Hier ist noch was. Hier wird ja wohl kaum was abgelaufen sein. Rarely, ja, ich kaufe selten Magazine. Und wenn dann die Austin Lee Magazine. Mhm. Wer kennt sie nicht, die Austin Lee Magazine. Oh, Toilette, super. Schick. Dankeschön, dass Sie immer die Toilette sauber halten. Gerne, aber schöne Toilette. Oha, das ist doch so eine Toilette, die dir den Popes ausspritzt. Oh, herrlich. Herrlich. Wer kennt's nicht?
Wer kennt's nicht? So, na und nun? Außer, dass dauernd die Tür klingelt, obwohl hier niemand ein- und ausgeht. Ist hier nichts mehr. Das habe ich schon tausend... Uah! Alter, schreck mich nicht so. Stimmt denn mit dir nicht? Schleich dir nicht so an. Ja, ich weiß, ein bisschen spät für eine Lieferung. Ha? Aber wir haben extra für euch ein System angelegt. Exklusiv für euch Convenience Store, die nur spät nachts offen haben. Oder die auch spät nachts offen haben. Wir sind... Ja, ihr wisst schon Bescheid. Und es schaut so aus, als wäre dieses Paket direkt zu diesem Store geliefert worden. Ja, so sieht's aus. Oh, und der Name auf dem Paket, der passt zu deinem Namensschild. Es ist für mich. For me, es ist für mich. I think this is for you. Ich denke, es ist für dich. Ja, dann Dankeschön. Ciao. Take it home. Sind wir schon soweit? Fühlen wir uns schon bereit zum Heimgehen? Ich weiß es nicht. Weil wir haben die Ware weggeschmissen, aber müssen wir nicht irgendwie frische Ware oder so nach vorbringen? Oder macht das dann... Macht das dann die nächste Schicht? Oh, gut. Okay. Ich klick mal drauf. Take it home. Country roads. Wow, ist das laut. Okay, wir sind wieder daheim. Und wir haben keine Taschen. Warum und wer hat jetzt gerade die Mikrowelle? Wer war es für euch? Wer hat die Mikrowelle jetzt aktiviert? Ich hab's so genau gesehen. Gruselig. Sehr, sehr gruselig tatsächlich. Und vor allem, es ist nichts drin. What the fuck? Wir haben auch nichts zum Essen. Wow. Aber wir haben eine Videokassette. Ich möchte nur kurz gucken, ob die Taschenlampe wieder hier liegt. Ja. Die würde ich schon gern wieder mitnehmen. Ja. Oh, süß. Ein Herzkissen. Ach, in dem Paket war die Videokassette drin. Okay. Selten gut. Ich sag's, ist selten gut. Alle schlechten Gruselspiele fangen mit Videokassetten an, mit VHS-Kassetten. Watch closely. Okay. Das war's. Also, sah ein bisschen aus wie. Ich glaube, das sah ein bisschen aus wie die Absperrung, die wir davor auf der Videokamera bei uns im Shop gesehen haben, da hinten bei unserem Müllplatz, meine. Aber das war's? Really? Okay. Okay, ich habe eventuell Fragen, aber nachdem die Anweisungen ziemlich spärlich sind. Okay, ich kann auch wieder. First Night. Wow, wie laut darf es sein? Ja, ohne Taschenlampe ist es dunkel. So viel kann ich schon mal verraten. Also mit Straßenbeleuchtung ist hier nichts. Und selbst wo eine ist, ist es stockdunkel. Toll. Top. Bin ich hier vorher langgelaufen? Bin ich hier richtig? Also ich habe keine Anweisung. Ich gehe jetzt einfach wieder in den Convenience Store. In der First Night. Weil ich bin jetzt der Meinung, das müsste eigentlich die zweite Nacht sein. Weil die erste Nacht waren wir da schon dort. Sag mir, wird sie mit jeder Nacht dunkler? Ich sehe nichts mehr. Hä? Bin ich denn jetzt? Ich sehe hier absolut nichts. Aber ich glaube, hier war es lang. Also gut, das mit dem Rennen, ja, das ist übrigens Laufen. Wir rennen. Das ist wohl die Brücke, von der wir vorher gesprochen haben.
die ich vorher gar nicht richtig wahrgenommen habe. Ja, wir sind wieder richtig. Das ist ja ein bisschen eine gruselige Angelegenheit hier, tatsächlich. Aber hey. Oh, wir haben dem Penner nichts zum Essen gebracht. Ach, shit. Ah, ich habe auf den vergessen. Ich hätte ihm das ab. Oh, no. Ich hätte dem Typen hätte ich was zu essen bringen können. Das abgelaufene Zeug. Ich habe vergessen. Ich wusste, da war noch was. Verdammt. Servus. Ich bin wieder da. Hey, hey. So, ja, ich hab gehört. Du hast die Türen gemeldet, dass die vor alleine öffnen? Nein. Nein. Also mir ist es aufgefallen, ja, aber nein. Wir haben einen Typen organisiert, der checkt die Sensoren und ja, und es schaut so aus, als wären die Verdrahtung ein bisschen kaputt und lose. Aha, ja, du hast gedacht, das wäre sowas wie ein Poltergeist. Aha. Ja, ich sehe das immer im TV, ganze Zeit, aber hey, ich kann dir sagen, das ist nicht echt. Es gibt keine Geister. Ja, danke, hey, du bist so ein Held. Danke, Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich die. Would you please punch in? Ja, Alter. Ja, ich bin doch schon da. Meine Güte, hey. Lass mich doch mal ankommen. Would you please punch in? Gut, wir punchen in. So, was haben wir heute auf Aufgabe? Ah, ich hab ein paar Ratten hinter dem Geschäft gesehen. Irgendjemand hat die Mülltonne offen lassen. Die erste Person, die diese Notiz hier sieht, hat sich gefälligst um das Rattenproblem zu kümmern. Dein Manager. Okay. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz da gucken. Ja, natürlich, das ist die Absperrung hier. Das hat übrigens schon wieder geläutet. Da hinten läuft einer rum und da steht einer. Ach, da kommt einer auf Krücken. Okay. Ja, hier schleicht jemand auf Krücken ran und irgendjemand geht da hinten einfach um das Geschäft rum. Irgendwas ist hier gruselig. Auf jeden Fall ist unsere Aufgabe, uns um die Ratten zu kümmern. Ma'am? Hä? Wieso kann ich denn noch nicht? Hä? Kann ich. Okay. Hier passieren komische Dinge, ich sag's euch. Hier passieren komische Dinge. Ich fühle das. Okay, hier ist eine Ratte abgebildet oder eine Maus oder was auch immer. Ich nehme an, das ist Rattenkiller. Jawohl, das war die erste. Die erste von sechs. Wow, so habe ich die Mülltonnen gestern aber nicht hinterlassen. Unter Garantie nicht. Das kann ich euch gleich sagen. Ich war es nicht. Oh, es ist hier aber echt. Okay, hier war auch eine. Ich habe einfach wild geklickt, die gebe es zu. Ich habe einfach wild geklickt, weil. Ach so, ich hätte ja Taschenlampe hielt. Wusste ich natürlich. Ich habe nur geschaut, ob ihr auch aufpasst. Eine fehlt uns noch. Ah, hab sie. Ich hab sie. Nicht mit uns. So, somit haben wir die Ratten auch killt. Kann ich den Müll wieder aufstellen? Der bleibt einfach so. Kann ich da die Absperrung mal begutachten, eventuell? Weil ich denke, das müsste das gewesen sein, die Stelle aus dem Video. Komisch. Würde ich gerne mal wissen, was es damit auf sich hat. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ist hier jemand? Sir?
Er ist einfach durch mich durchgelatscht. Hey, ich bin ein Eile. Kannst du mich bitte bedienen? 5 Dosen Bier und eine Packung Zigaretten. Jetzt schnell! Wow. Wow. Ja, genau. Hol dir dein Scheißdreck doch selbst. Danke, hätte ich nicht besser sagen können. Wow, was für ein Typ, ey. Das grindigste Bier habe ich. Ja, ich hab's. Ich muss mir echt die Bierdosen einzeln bringen? Ehrlich jetzt? Ich muss mit jeder Dose einzeln laufen? Euer Ernst? Ja, gut, dass ich mir sie wenigstens schon aus dem Regal rausgenommen habe. Top. Ja, gut, ich würde es auch so machen. Alleine, dass er schon packt wie ein Idiot hier. Alleine dafür würde ich ihm alle einzeln bringen. Komisch hier aus. Zwei Dosen sind's noch, nicht abhauen. Aber so ist der Store eigentlich schick, ne? Schön beleuchtet. Schön ordentlich, sieht doch eigentlich gar nicht übel aus, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Die Leute sind ein bisschen gruselig. Ich nehme an, Zigaretten gibt es da hinten. Ich glaube mal, dass das die blauen Packungen sind. Ja. Achso, ja. Kassieren, ja. Ja, bitte. Vierte. Guten Abend, kein Tschüss, kein Ciao, nix. Thank you. Dein Licht hinten funktioniert nicht, du Schwachkopf. Der Typ von gestern noch mal da ist? Den habe ich voll vergessen. Oh Mann, den hätte ich echt gern was zu essen gegeben. Ich meine, der hat uns ja sonst quasi nichts Gutes vorhergesagt. Oh, hier ist sogar Selbstbedienungsleckereien. Oh, wie schön. Na. Oma! Was du scheißen hier? Ich hoffe, du kaufst auch was. Weil sonst muss ich dir leider was verrechnen fürs Kacken. Hä? Wo ist Cancun? Du weißt doch, wo Cancun ist. Ich dachte, ich hab seine Stimme gehört. Das war das Haus meiner Tochter. Ja, aber sie können trotzdem nicht hier immer scheißen. Was hast du getan? Nein, Madame, sie sind hier im Convenience Store und sie sind hier gerade auf meiner Toilette kacken gegangen. How dare you? Ja. Scheißen uns die Toilette bald wieder voll. Schön, dass sie hier waren. Wow. Wow. Die ist echt nur zum Kacken kommen, ey. Ich glaub's nicht. Der ganze Weg nur, um hier reinzukacken. Verrückt. Völlig verrückt. Irgendwie. Wenn ihr mich fragt. Das war's schon wieder. Wollen wir nochmal durch die Kamera gucken? Da geht sie, die Omi. Tschüss, Omi. No. Jo, nun, gut. Scheint eine ruhige Geschichte zu sein. Ja, aber was war denn jetzt? Ja, das mit den Ratten habe ich schon. Ja, nun? Was stimmt denn mit der Tür nicht? Und das Ding rauscht auch. Die Musicbox. Ich höre doch was.
Aha, verdächtig. Ein schwarzer Transporter. Sehr, sehr, sehr verdächtig. Kann ich hier Ware oder sowas vorschlichten? Nein. Okay, die Tür ist nervig. Aber wem gehört das Auto da draußen? Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir in der Cam was entdecken. Da steht ein kleiner Jedi-Ritter vor der Tür. Seht ihr das? Dort. Dort hinten. Da steht ein Jedi-Ritter in der Tür. Ich seh's. Ach nee, ist ein Kind. Oha, hä? Ich hab gar nicht umgeschalten. Warum? Okay. Okay, das Kind ist weggelaufen. Und die Cam hat vor alleine umgeschalten. Warum auch immer. Ich nehme nicht an, dass wir jetzt noch was sehen, wenn wir hier rausschauen. Das ist ein Truck, hier kommt der Truck gerade. Der schwarze, ominöse Bus steht immer noch da. Wer bist du? Ach, du bist mein Lieferfreund, hi! Du musst den nicht sprechen mit mir. Mann, ist ja nicht so, dass er mit mir sprechen könnte, ne? Nein, er geht rein, schnurstracks. Hi, wir haben uns gerade gesehen. Hi, hier bin ich, bin ein bisschen kleiner. Ha, schön, dich nochmal zu sehen. Ja, du weißt schon, dieser unstoppbare Trend, alles online zu ordnen. Ja, wie auch immer. Hier soll angeblich ein Paket abgeholt werden. Ja? Nein? Echt? Really? Wisst ihr, was für ein Paket das hier abgeholt werden soll? Ah, hier. Ich hab's gefunden. Stand das vorher schon da? Niemals. Bestimmt nicht. Bitteschön. Ciao. Schön, dass du da warst. Ja. Ja, okay. Ja, und nun? Gute Reise und beehren Sie uns bald wieder. Ja. Da fährt er dahin. Der gute, gute Lieferdienst. Wichtig und richtig. Was ist denn das für ein Fleck da vorne? Jetzt ist er weg. Nee. Ach, das ist eine Spiegelung. Hä? Der Boden. Ist der Boden, der so spiegelt. Okay. Oh. Second Night. Und wir sind wieder daheim. Wow. Der Kühlschrank ist immer noch leer, genauso wie die Mikrowelle und... Was ist das denn? Oh, Regenschirm, weil es regnet. Hm. Macht Sinn. Habt ihr das auch gehört? Es hat geklopft. Herein. Warum ist unsere Tür offen? Warum liegt in unserer Tür ein Paket? Gruselig. Brrr. Gruselig. Und wieder Videobotschaft. Schön.
Watch closely. Okay, ja. Wir schweigen wieder und watchen closely. Es ist wieder die Absperrung. Hä? Was will man uns damit sagen? Ihr, keine Ahnung. Außer, dass der Fernseher jetzt wohl kaputt ist. Okay. Gut. Muss ich jetzt wieder zur Arbeit laufen? Kann ich mal die Tür zumachen? Na, bin ich froh, dass wir einen Regenschirm haben. Und bin ich froh, dass wir so schnell laufen können. Das macht alles viel entspannter. Ich hoffe nur, ich muss nie vor irgendjemandem flüchten in dem Spiel hier. Oh, hier was runter. Dann habe ich hier lang. Na, irgendwo links rum, ne? Okay, hier bin ich noch nie gegangen. Ich glaube, ich bin zu weit. Ich glaube, ich hätte vorher eins runter müssen. Aber wenn ich Glück habe, bin ich jetzt wieder da, wo ich hin muss. Wenn ich Pech habe, nicht. Ich bin mir echt nicht sicher, aber hier ist die Brücke. Ich glaube, wir haben Glück. Ja. Also ich kann euch sagen, es pisst wie aus Eimern. Hallo? Peter? Wo ist er denn? Du bist gar nicht hier heute. Komisch. Alter, du Vollhorst! Boah. Buh. Ihr habt ihr erwischt, hä? Okay, okay. Okay, hör auf. Ja, schön für die. Ja, ja, versprich nur, dass du es nie wieder tun wirst. Alter Schwede. Was, jemand hat ja VHS-Kassetten geschickt? Das Sound klingt nach einer super Idee für so einen Horrorstreifen. Vielleicht ist es nur ein Streich. Bin mir sicher, es ist alles Mögliche. Aber hey, es ist einfach ein Video. Es ist nur ein Video. Ja. Was? What can a videotape to do? Ja, nix. Nix kann es tun. Meine Güte. Schleich dich bitte einfach. So, kannst schon gehen. Ich hab schon einpuncht. Okay, wir müssen die Regale nachschlichten. Wir sollen sie voll... Schlichten, ja, Restock bis tomorrow morgen, ja, Manager, ja. Dankeschön, danke für die Info. Gut, wir gehen Regale einschlichten. Gut, gut, gut. Wer bimmelt? Ja, Pfirti. Schön, dass du da warst. Koffer. Ich nehme mal an, ich muss das jetzt von hinten holen. Stimmt's oder stimmt's? Okay. Wo gehört das Zeug hin? Restock. Yes. Super. Alter, wir haben es voll drauf. Was haben wir noch so? Okay, hier fährt schon wieder Auto los. Allerdings von da hinten. Auch komisch. Hä? 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 Ernsthaft? Hallo, ich bin eingesperrt. Wow. Einfach nur. Wow. Aha. Hat bestimmt nur geklemmt die Tür. Überraschung, es ist mal wieder keiner hier.
soll denn das Zeug hin tun? Ah, hier, oder? What the fuck? Ah, okay. Okay, Chat. YouTube, ich weiß nicht, ob ich den bedienen will. Habt ihr das gesehen? Alter, der Typ sieht aus wie der Schlachter von nebenan. Uff. Ich weiß nicht, ob ich mit dem quatschen will. Muss ich noch was nachschlichten? Ich schlicht mal nach. Sicher ist sicher. Ich hoffe, ich habe noch ganz viel zum Nachschlichten. Ich habe jetzt keine Zeit, ne? Ich komme gleich zu Ihnen. Wenn nicht, kommt der Kollege aus der Frühschicht dann und bedient Sie. Kacke. Mann, das war das Letzte. Und er hat keine Füße. Ich stelle mir mal lieber da dahinter. Ich bin Hammer da! Da ist am selben mit deiner Klimaanlage kaputt. Dein Boss hat gesagt, ich muss mich beeilen, weil das Food muss fresh bleiben, das Essen. Und ich hasse es so spät zu arbeiten. Und er zahlt gut. Also, nehme ich gar nicht wahr. Ich check nur schnell die Außeneinheiten und das war's dann auch schon. Wow, okay, das ist der Servicetechniker für die Klimaanlage, aber der schaut aus wie ein scheiß Schlachter oder also der Schlechter, nicht wie ein Schlachter, der Schlechter oder vielleicht nur ein bisschen wie OP-Gehilfe, aber Alter, echt jetzt? Uff. Ei. Das ist echt gruselig, ich sag's euch. Oh, was ist denn mit unserer Absperrung passiert? Ich meine, ich freue mich, dass die Mülltonnen wieder anständig stehen, aber was ist mit unserer Absperrung passiert? Boah, es tut mir leid. Er kommt. Wir tun ganz unauffällig so, als würden wir ihn gar nicht meinen. Wir beobachten die. Eiskalt. Okay. Okay, ich glaube, mehr wird es wohl nicht. Er bekniet unsere Klimaanlagen Außeneinheit. Habe ich das schon durchgelesen? Ach ja, das war das mit den Regalen. Ja, das haben wir schon erledigt. Ja, ich weiß eigentlich nicht, ob ich das will, aber ich befürchte, ich werde müssen. Hier fehlt doch auch noch was. Ah ja, hier leuchtet schon ein Symbol. Hier ist nichts mehr zum Nachschlichten, oder? Nö. Also ich scheine alles nachgeschlichtet zu haben. Wo ist er denn jetzt? Hier liegt der Rohrzange. Und hier... Oh, hier ist ein Schlüssel. Wenn man mir schon eine Rohrzange in die Hand drückt, ja komm, und da liegt der Schlüssel drin und dann hole ich das raus. Da drinnen. Ich habe so, mich beschleicht so ein bisschen das Gefühl, ich habe so die leise Vermutung, steht ein wunderschönes Fahrrad. Beschleicht so das Gefühl, dass der Schlüssel wohl hier sperren wird. Ich weiß nur, ob ich da reinschauen will.
Die Tür ist geöffnet. Was? However, my arms go numb when I try to open it. Oh, okay. Ja, wenn ich versuche, die Tür zu öffnen, verlässt mir ein bisschen die Kraft und es fühlt sich so an, als würde jemand nach mir greifen. Ich kann es nicht öffnen. Oh, okay. Okay. Okay, das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Ich habe gar kein gutes Gefühl bei der Sache. Oh, hi Miss. Hi. Ah, die will kassiert werden. Die hat einkauft. Einen wunderschönen guten Abend im G1 Convenience Store. Schön, dass Sie hier sind. Ich kassiere Sie gleich mal, junge Dame. Bitteschön, beehren Sie uns bald wieder. Hey! Bist du der Einzige hier, der hier arbeitet? Naja, in der Nacht meistens, ja. Das kann ich gar nicht glauben. Welcher Shopmanager stellt ein Mädchen, so ein zierliches Mädchen wie die, in eine Nachtschicht hier ganz alleine? Ja, meiner. Okay, ich sehe schon. Du hast keine Wahl. Aber weißt du was? So zum Abschied, ich gebe dir mein Schutzarmband oder sowas. Und jetzt pass auf die auf. Ach, ein Anhänger ist es. Okay. Dankeschön. Mach's gut. Ciao. Tschüssi. Schön, dass du da warst. Okay, wir haben einen Schutzanhänger. Ja, schön. Voll nett und so. Finde ich. Okay. Ob man vielleicht mit diesem Schutzdingens da jetzt die Tür öffnen können? Vielleicht greift dann nichts mehr nach uns. Man nicht, dass ich jetzt super brennend geil drauf wäre, zu wissen, was hinter der Tür ist. Boah, der Regen, hey! Aber so ein bisschen neugierig bin ich halt dann schon, ne? Ha? Ich kann nichts tun. Hä? Oh, wow. Echt jetzt? Können wir das ausmachen? Oh. Wow, ich bin mit einer wild gewordenen Toilette allein. Super. Es war so klar. Es war einfach so... Oh. Oh. Vandalen! Diebe! Polizei! Wow. Und keiner da. Hier hämmert doch jemand auf unserem PC rum. Ich hör's doch. Ein bisschen gruselig ist es schon, gell? Geht's out. Wow. Top. Ich glaube, die Kamera ist kaputt. Was zur Hölle war das? Warum sind hier immer alle Türen zu, ey? Warum? Talismane abpicken. Hier liegen Talismane rum, okay?
Oh Gott, das ist ja wie bei, wie hieß denn das, das Spiel, wo du die Leute obduziert hast. Genauso fühlt sich das an mit der Karte, wo du rumgelaufen bist, die auf einmal Feuer gefangen hat, wenn irgendwelche anormalen Dinge passiert sind. So, die Toilette hat sich wieder normalisiert. Schön, das freut mich sehr für die Toilette. Mehr sage ich da gar nicht dazu. Ich probiere jetzt nochmal das, was ich vorher eigentlich probieren wollte. Oha, wir können die Tür exerzieren. Oh, da liegen die Ratten. Und Videobänder und... Ist das unser Mieter? Ist das unser Kollege? Oh, der Manager. Ach, der Shopmanager. Oh, Tür ist zu. Super. Toll, ich wollte immer schon mit meinem toten Shopmanager hier eingesperrt sein. Ich kann nichts tun. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Ich schaue ein bisschen derweil auf mein Telefon und... Es war einfach nur ein schlechter Traum. Es war definitiv einfach nur ein beschissener Traum. Ich sag's euch, wie es ist. Was ist denn jetzt schon wieder? Noch ein Videoband. Echt jetzt. Ach du heiliger Bimbam, ey. Wer denkt sich denn sowas aus? Ja, das ist das Kammerl, was wir gerade vorher obduziert haben. Exerziert. Mortuary Assistant, das war das Game, genau. Ja nun, wow, voll, super. Das heißt, ich habe die ganze Zeit... Was ein Albtraum. War das alles ein Traum? Ja, bestimmt. Ganz bestimmt. Warum zur Hölle gehen wir dort überhaupt mal hin? Warum? Und warum wird hier nicht die Polizei verständigt? Und warum? Ich habe ganz viele Fragen. Ich habe ganz viele Fragen. Oh, man sieht hier von der Weite den Convenience Store. Fällt mir jetzt in der vierten Nacht zum ersten Mal auf. Heftig. Und da mal ein Königreich für anständige Taschenlampe. Ey. Und die Straßenbeleuchtung, die ist auch ein Witz. Ja. Ja. Ich habe Fragen. Ganz, ganz, ganz viele Fragen. Vor allem, hätte ich einfach den zu Beginn was zu essen gebracht, hätte ich dann einfach gewonnen und das Spiel wäre aus gewesen? Echt viele Fragen. Es tut mir leid, dass ich dir nichts zum Essen gebracht habe. Armer Verrückter. Oh ja, das ist wieder nicht da. Oder war der Typ, der uns immer erschreckt hat, unser Manager, der dort hinten tot lag? Oh Gott, war es doch der? Könnte schon sein, ne? Aber warum ist der Laden dann nur offen? Warum?
Kann mir das... Okay, ich kann auch nicht einchecken. Wow. Ich glaube, das war. Aber warum hat der Laden dann noch geöffnet? Die Kamera funktioniert auch wieder. Super. Bin begeistert. Ich muss bestimmt wieder da hinten in das Kammerl rein, wo die Nacht jetzt quasi geht. Warum? Ich bin doch nur durch die Schranke durchgegangen. Ich glaube, es ist etwas passiert. Das ist zu. Okay, ich glaube, hier ist irgendetwas passiert. Möglicherweise. Ich kann Fernseher einschalten. 4 Stück, so wie ich das jetzt richtig gesehen habe. Oh, ich komme auch nicht mehr raus. Schön. Eins könnt ihr mir glauben. Wenn ihr wollt, komme ich da raus. Ich will natürlich nicht. Das Einzige, mit dem ich interagieren kann, okay. Da ist ein Kind. Da ist doch das Kind wieder. Was tut das? Es latscht rum. Okay, das Kind, Moment. Das Kind bleibt bei TV stehen. Moment, Moment, Moment. Moment, ich muss mir das aufschreiben. Da ist die Bar. Also das Ding ins Bummens. Da ist die eine Eingangstür. Dann haben wir 1, 2, 3 Regale und dann wieder das auf der Wand, oder? Und da hinten ist dann das. Sehe ich das richtig? Der bleibt bei Regalen stehen. Oder bei Fernsehern stehen. Hinten. Dann quasi das hier gewesen. Oh Gott, wie soll ich denn das? Ich glaube hier irgendwo. Bin mir echt nicht sicher. Ich sag's euch, wie es ist. Bei dem glaube ich, ist er stehen geblieben, oder? Das ist der hier, ne? Müsste der hier sein. Jetzt bleibt da ganz rechts stehen, also am hinteren Ende irgendwo und schaut nach oben. Alter, wie soll ich denn das definieren? Ich bin mir sicher, ich muss die Fernseher, die das Kind hier anstarrt, anmachen. Da bin ich mir ja fast sicher. Das ist der hier. Es wären 4 Stück. Also ich hätte mir jetzt 4 Stück notiert. Aber ich habe keine Ahnung, ob das die richtigen 4 sind. Tatsächlich. Und vor allem, warum sehe ich das Kind hier nicht? Ich sehe es nur in der Kamera.
Also, theoretisch, bei dem bin ich mir sicher. Dann müsste das, weiß ich nicht, der hier vielleicht sein. Dann der am Ende hier. Ja, welcher denn? Der. Und dann hier wo irgendwo einer. Weiß ich nicht, der. Genau, so viel zu dem Thema. Wie soll ich denn das? Wie zur Hölle soll ich denn das genau festmachen, welche TVs das sind? Hier, da stehen ja auch so viele. So der Einzige, bei dem bin ich mir sicher. Okay, wir gucken nochmal. Aber das hat sicher damit zu tun. Das hat ganz bestimmt damit zu tun. Aber wie ich das jetzt feststellen soll. So, wo ist dieses Kind? Hier. Da sind wir jetzt auf der hinteren Seite. So. Da läuft es jetzt lang, nach vorne. Läuft. Zu dem TV, genau. Das ist ja der hier. Der ist richtig. So viel steht fest. Latscht dann hier lang? Ja, guckt vermutlich auf den Fernseher, den ich auch schon hatte. Ich meine, die zwei, würde ich mir behaupten, sind relativ sicher. Aber nun? Hier bleibt er stehen. Ach, der guckt da nach unten. Warte mal. Unten. Okay, wir probieren das nochmal. Bei dem einen hat er eher nach unten geschaut, tatsächlich. Glaube ich. Also der, bei dem bin ich mir sicher. Hier bin ich mir auch ziemlich sicher. Dann latscht er hier rum. Und hier hat er nach unten guckt. Das müsste dann vielleicht der sein. Achso, den haben wir schon. Oh shit, welche habe ich denn jetzt? Hinten. Das ist der. Ach, hier noch lang. Warte mal, hier lang? Vielleicht der hier? Ja. Ja, das scheint es gewesen zu sein. 1, 2, 3. Ja, es leuchten 4 Ferns. 5. Ja, und nun? Sie sind nicht ausgegangen. Vor allem, es leuchten 5. Ich habe aber nur 4 aktiviert. Oh, okay, die Überwachungskamera geht auch nicht mehr. Scheiße, ich habe Gänsehaut des Todes über den ganzen Körper, ey. Ihr helft. Wow. Oh. Hä?
Hä? Was ist jetzt passiert? Komm, Guy. Ich muss jetzt vorher das Kammerl dahin checken. Das konnte ich vorher nicht. Okay, das geht gar nicht mehr anzuwählen. Ich komm ja schon. Was war denn das bitte? Oh, hier liegt das Videokassette. Force Night. Wow. Wow, es macht echt Spaß, dort zu arbeiten. Moment, wir haben hier Ankerton, einen VHS-Player, einen Mülleimer, ein Videoband, eine Taschenlampe. Tür, die wir immer noch nicht öffnen können. Uff. Nun? Hä? Okay. Ach. Oh, wow. Okay, du kannst jetzt wählen wohl, ob du die Videokassette wegschmeißt, ob du sie einlegst oder ob du sie verschickst. Ja. Ja. Weg damit. Ich will die nicht mehr sehen und ich will die auch nicht in meinem Haus. Weg. Aber Eterci, mach's gut. Flieg nicht so hoch, kleiner Stern. Ending 1. Get Ending 1.
Nice. Interessant. Also definitiv mehrere Enden möglich. Das war der Convenience Store. Hab mich gefreut, dass ihr mit am Start wart. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüssi und ciao, ciao.